Hallo, liebe Steinböcke, herzlich willkommen bei Shanwach Tarot. Ich möchte heute Karten für euch legen. Es geht um den Monat Mai 2023. Ich habe hier schon drei verschiedene Tarotdecks vorbereitet und möchte gerne vorab eine von diesen Orakelkarten für euch ziehen. Das ist hier dein schamanischer Traumorakel. Ich werde im Anschluss an die Tarotlegung den Text zu der jeweiligen Karte vortragen, wer das hören möchte. Bleibt einfach bitte dran oder spult vor. Ja, und es ist natürlich eine allgemeine Legung bei mir. Es ist an das Kollektiv gerichtet, an alle, die das hören möchten. Deswegen entscheide bitte selbst, ob du mit der Legung resonierst. Falls nicht, nicht weiter schlimm. Vielleicht bist du beim nächsten Mal dabei. Okay, dann legen wir mal los. Der Pakt, heiliger Vertrag. Das habe ich auch bei Skorpion gehabt. Ganz intensiver Text. Muss man wirklich sacken lassen. Hat für mich irgendwas mit Karma zu tun. Also Auslösung von Karma. Oder Bereinigung von Karma. Ja, vielleicht habt ihr das ja mit dem Skorpion zu tun. Oder ihr habt selbst Skorpion-Planeten, Mond im Skorpion. Oder Aszendent im Skorpion. Oder Venus im Skorpion geht auch. Ja, die Venus kann auch zwei Zeichen daneben liegen. So. Was ist hier das Thema für die Steinböcke im Monat Mai? Welches Thema möchte näher betrachtet werden? Was sind hier die Chancen? Und was ist die Herausforderung vielleicht? Na, sind gleich vier gekommen, dann machen wir das auch. Was haben wir hier? Ass der Stäbe, fünf der Münzen, die Herrscherin und neun der Münzen. Mit dem Ass der Stäbe sehe ich natürlich hier eine großartige Chance für jemanden, für eine Partei, hier etwas in eine positive Richtung zu bewegen. Wir haben hier Folgendes, diese zwei Münzkarten. Hier wird jemand auf sich selbst zurückgeworfen. Starke Selbstzweifel, Verlust, Ängste. Warum? Weil ich glaube, dass hier jemand sich zu stark versperrt. Etwas an sich nicht heranlassen möchte. Hier wäre die Möglichkeit, mit dem Ast der Stäbe in die Fülle zu kommen. Die Möglichkeit besteht. Aber ich habe das Gefühl, dass jemand das nicht annehmen möchte, verweigern tut. Hier haben wir eine Herrscherin dazwischen. Und eine Herrscherin lässt sich ungern was sagen, weil eine Herrscherin ist halt auch eine gewisse Präsenz. Ja, das ist schon ein Mensch, der einiges ja drauf hat, der einiges erlebt hat. Na, das ist hier kein Schüler, das ist hier vielleicht ein älterer Mensch oder jemand, der über eine sehr spezielle Reife verfügt. Also hier fühlt sich auch jemand in der Fülle und sagt, das habe ich vielleicht nicht nötig, mir sowas hier anzuhören. Ja? Ich meine, es gibt ja auch das Pendant dazu, den Herrscher. Und beides haben so ihre Qualitäten. Eine gewisse Führungskompetenz, eine Stärke, Durchsetzungskraft. Ja. Aber es gibt natürlich auch bei jeder Karte auch die Schattenseiten. Und auch bei der Herrscherin gibt es Schattenseiten. Ja, dass da jemand vielleicht, ja, zwar viele Qualitäten hat, auch andere damit bereichert, aber im Laufe der Zeit auch vergessen hat, dass es da, dass man auch mal Fehler machen kann, dass man auch mal Fehler zugeben kann, so sagen wir es mal so. Da versperrt sich jemand. Aber wir schauen mal weiter. Ich lege jetzt mit dem anderen Deck und ja, schau mal, was das hier für einen Bezug hat oder warum könnte es hier genauer gehen. Wie geht's Steinbock hier im Mai? Wie fühlst du dich? Wie zeigst du dich nach außen? Vielleicht auch in Bezug auf diese Situation. Neun der Kelche.
Königin der Kelche, beides umgekehrt gekommen. Königin der Schwerter. Der Turm. Ja, lieber Steinbock, hier mit diesen zwei umgedrehten Kelchkarten gibt es zwei Möglichkeiten. Also folgendes, du hast in der Vergangenheit dich in einer bestimmten Situation gegenüber eines Menschen oder einer Menschengruppe versucht, empathisch zu zeigen, gefühlvoll. Hast hier ein offenes Ohr für jemanden gehabt, aber es ist so nicht angekommen beim anderen. Der andere hat vielleicht diese empathischen, liebevollen Gesten nicht richtig verstanden, missverstanden. Was auch sein könnte, ist, dass du hier in der jungen Vergangenheit selbst das Gefühl hattest, dass du in einer Situation oder gegenüber einem Menschen dich sehr gefühlvoll und empathisch verhalten hast, was du aber selbst nicht richtig eingeschätzt hast. Also du dachtest, das ist jetzt eine liebevolle Geste und das war es aber nicht. Das war es aber nicht. Ist beides möglich. Jetzt sagst du, ich bin ab jetzt knallhart. Wenn das hier nicht gesehen wird, dann bin ich eben die Königin der Schwerter, dann bin ich eiskalt. Dann zeige ich keine Gefühle mehr und dann interessieren mich auch nicht die Gefühle des anderen. Dann gucke ich nur auf die Fakten. Ja? Und du bist hier bereit, weil hier kommt der Turm. Du bist hier als Königin der Schwerter darauf vorbereitet und gerüstet, ja. Die Königin der Schwerter, die hält auch so die Hand auf in Richtung des Turmes. Du sagst, komme, was wolle, ich bin darauf gefasst. Weil hier kommt was mit dem Turm. Ich schaue jetzt mal beim Gegenüber, was da für Energien auf dich zukommen. Also das Gegenüber kann hier deinen Partner darstellen, deine Familie. Weil wir haben hier Kelchkarten, das ist durchaus eine private Sache. Könnte es sein. Kann aber was Berufliches sein, ja. So, der Page der Kelche. Ritter der Stäbe, die Welt und der König der Stäbe. Ich habe das Gefühl, du hast es hier mit mehreren Menschen zu tun im Mai. Vielleicht sind da auch mehrere in das Gesamtthema involviert. Also so eine Dynamik habe ich auch bei den anderen Sternzeichen gesehen, dass es hier auch durchaus im Mai um kollektive Sachen geht, ja, die halt auch eine gewisse Gemeinschaft betreffen oder mehrere oder eine Gruppe. Ich habe hier einen König der Stäbe. Der ist ja auf jeden Fall ebenbürtig. Dieser Mensch sagt, für mich ist die Sache gegessen, für mich ist das hier abgeschlossen. Ich mische mich da nicht weiter ein. Und alle sind auf jeden Fall dir sehr zugewandt, lieber Steinbock. Ja. Der Reifere von den Parteien, der König der Stäbe, sagt, ich mische mich da nicht weiter ein, für mich ist das Ding hier gegessen. Wir machen dann Strich drunter. Dann habe ich hier einen Pagen der Kelche. Hier kommt jemand gefühlvoll auf dich zu, sucht nach einer Einigung, einer friedlichen Einigung. Vielleicht möchte sich auch jemand bei dir entschuldigen. Und hier haben wir einen Ritter der Stäbe. Hier kommt jemand auf dich zu, will vielleicht darüber reden, aber ja, ich glaube, dass du diesen Menschen nicht so ernst nimmst,
weil das ist eine sehr ungezügelte Energie. Ja, der Ritter der Stäbe, der ist auch ein bisschen Ego. Ja, da will jemand irgendwie ganz schnell seine Sachen vorpreschen und ist hier auch etwas unüberlegt in seiner Handlungsstrategie. Da bist du als Königin der Schwerter auf jeden Fall ganz knallhart aufgestellt und lässt dir da von dem nichts sagen. Ich kläre das hier mal mit dem anderen Deck. Der Hierophant. Sechs der Münzen, es ist aber nicht wirklich gerade gekommen. Ja, ich leg's mal so hin. Ritter der Schwerter. Na. König der Münzen. Da. Das Ass der Stäbe, das haben wir auch hier. Zehn der Stäbe. Der Magier. Neun. Der Kelch. Ja, lieber Steinbock, ist vielleicht hier auch ganz speziell, aber ich muss es so sagen, wie ich das sehe. Ja, also du hast hier mit dem Hierophanten aus einer gewissen persönlichen Überzeugung, hast du dich hier in irgendeiner Art und Weise so verhalten, wo du sagst, das ist in Ordnung. Ich habe mich da fair verhalten, das ist in Ordnung, das ist okay. Ich war da empathisch. Aber hier mit dem Hierophanten und diese sechs der Münzen, die hier so quer kommen, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur deine eigene Sichtweise war. Ja. Ich habe hier den Eindruck, dass du hier etwas nicht an dich heranlassen möchtest, sage ich mal so. Du fühlst dich sehr ungerecht behandelt, wahrscheinlich auch von mir, wenn ich das jetzt sage. Du bist hier sauer. Du bist hier sauer mit dem Ritter der Schwerter. Du bist hier auch konfliktbereit. Du sagst so nicht. Also irgendwo fühlst du dich ja auch schlecht bewertet. Ich glaube, du hast es wirklich gut gemeint, aber ja. Du bist hier bereit für den kompletten Sturz, ja. Du weißt, da hängt vieles dran. Hier ist der König der Münzen. Hier könnte sozusagen ein gewisser Rahmen gesprengt werden. Aber du bist darauf gefasst. Du bist hier sehr stark. Von der anderen Seite kommt hier dieser Page der Kelche. Und hier ist auch ein Ass der Stäbe. Das ist durchaus ein sehr wohlwollendes Angebot, hier aufeinander zuzugehen und sich zu einigen, neu zu starten, mit Leichtigkeit, im Positiven. Das Ass der Stäbe ist ja positiv. Ich habe ja gesagt, hier ist auch ein Ritter der Stäbe.
Jemand, der ziemlich forsch daherkommt, vielleicht auch unüberlegt. Ja, hier mit 10 der Stäbe ist dieser Mensch auch überfordert und reagiert unbeherrscht aus einer Überforderung heraus. Hier kann jemand auch nicht so richtig durchblicken, was los ist. Ja, da wird so mit Stäben hin und her hantiert, irgendwas in Brand gesetzt, irgendwas gesagt. Es ist alles ziemlich chaotisch hier. Dieser Mensch ist selbst aber auch belastet. Aus einer Überbelastung. Ja. Ist dieser Mensch irgendwo so wild und unbeherrscht und weiß selber nicht, was er da macht. Ich habe ja gesagt, hier hast du einen König der Stäbe. Dieser Mensch hat irgendwo die Macht oder die Möglichkeiten, hier das Ganze zum Abschluss zu bringen, dann Deckel drauf zu machen. Ja, hier haben wir den Magier auch dabei. Da einen Abschluss zu finden und einfach nochmal neu zu beginnen. Ja, dieser Mensch, wenn du mit diesem Menschen gut gestellt bist, kann dieser Mensch dir auch helfen, dass das Ganze hier nicht so aufgebauscht wird, dass das hier einfach mal einen Deckel bekommt, das Ganze, und wieder Harmonie reinkommt. Ja, und das wäre auch wichtig, wenn hier Harmonie reinkommt, kommst du auch in deinen Selbstwert, weil egal, wie stark du hier aufgestellt bist und du sagst, ist mir doch egal, schöner wäre es eigentlich, wenn man da eine andere Ebene findet. Ich ziehe noch mal zwei Karten als Ratschlag oder Hinweis hier an dich. Die Hohepriesterin. Die Liebenden. Ja, hier ist einfach so der Hinweis mit den Liebenden, dass man Beziehungen, egal ob privat oder beruflich, einfach reinhalten sollte, reingestalten sollte. Es geht hier wirklich um diesen übergeordneten Anspruch, dass hier Begegnungen, Beziehungen auf Echtheit beruhen, wo sich alle Beteiligten auch echt zeigen dürfen, weil wir haben hier zwei nackte Menschen auf dieser Karte. Mit der Hohen Priesterin sehe ich, dass hier auch irgendwas im Geheimen läuft. Ja, vielleicht bist du das oder jemand anderes. Da sind Sachen und Arbeiten im Innern und das ist auch wichtig und gut so. Ja. Vielleicht gibt es hier auch Sachen, die du innerlich schon weißt und spürst, aber du willst das nicht an dich heranlassen. Ja. Ich habe da definitiv mit den Karten den Hinweis, dass jemand hier etwas nicht an sich heranlassen möchte. Wie gesagt, hier mit dem Hierophanten und mit diesen 6 der Münzen, da war definitiv ein ehrlicher Anspruch da, gerecht zu sein. Ja. Und gerecht zu empfangen und zu geben. Aber irgendwo ist das schiefgelaufen. Und nur du selbst weißt, warum. Ich lese mal den Text zu der Karte vor. Der Pakt, Engagement, heiliger Vertrag, Allgemeinwohl. Das Universum lädt dich zum Abschluss eines heiligen Vertrages ein. Doch kann diese Karte auch darauf hinweisen, dass ein Übereinkommen, das du einst mit dem großen Geist getroffen hast, erneuert oder aufgehoben bzw. zerrissen werden muss. Eröffnet sich dir momentan eine vielversprechende Chance, die du aber nicht ergreifen und voll für dich nutzen kannst? Das liegt daran, dass sie in den Rang eines heiligen Paktes erhoben werden sollte. Pakte müssen auf Wahrheit beruhen, nicht auf deiner oder seiner oder ihrer Wahrheit, sondern auf einer höheren Wahrheit, die dem Schicksal aller Rechnung trägt. Bei dem Pakt geht es nicht allein um dich und deine Interessen. Als Garant für den guten Willen aller Beteiligten und um sicherzustellen, dass deine Ziele dem Allgemeinwohl dienen, muss der große Geist mit an den Tisch geladen werden.
Es ist wichtig, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Lies also unbedingt auch das Kleingedruckte, um zu verhindern, dass du etwas anfängst, was du womöglich bald bereust oder was deine Integrität gefährdet. Zögere nicht, alle Karten offen auf den Tisch zu legen, damit deine Motive und Wünsche transparent sind und nichts im Verborgenen liegt. Sollten nämlich Schattenelemente bleiben, geht der Pakt in die Binsen und gerät zu einem Bund mit der dunklen Seite, der sich unweigerlich erfüllen wird. Oh, kriege ich Gänsehaut, wenn ich das lese. Wow, also sehr intensiv für eine Steinbocklegung. Wie gesagt, sehr speziell. Ja, nur du, lieber Steinbock, weißt, was die Wahrheit ist. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Mai. Genießt das schöne Wetter und auf jeden Fall Erfolg, Liebe und Glück in allen euren Angelegenheiten. Alles Gute. Tschüss.